Hotvolé hieß es am 25. April in der Turnhalle der BBS in Zeitz. Der Stadtpokal der Elsterstadt im Volleyball stand auf dem Plan. Zum 7. Mal unter der Regie von Staffelleiter Andreas Steuer. Das ist alles hier von der Stadtliga. Die Mannschaften, die auch Punktspielbetrieb mitmachen, die sind dann auch beim Pokal dabei. Eigentlich waren 8 dabei, es hatten 2 abgesagt. Und 2 Mannschaften sind nicht voll geworden und da haben die sich zusammengeschlossen, wurde mit 7 Mannschaften ausgetragen. So standen sich am Netz Mannschaften der Vereine HVC Elsteraue, Motor Zeitz, Chemie Zeitz und Troisdorf gegenüber. Teilweise mit mehreren Teams. Die Regeln besagten, dass es in den Vorrunden nur 2 Sätze gibt, bei der Viererstaffel bis zu 20 Punkte und bei der Dreierstaffel bis zu 25 Punkte, jeweils ohne Teilbreak-Möglichkeit. Gewinner beider Sätze bekamen 3 Punkte, Gleichstand wurde mit jeweils einem Punkt pro Mannschaft vergütet. Bei der Zwischen- und Endrunde bedurfte es dann 2 Gewinnsätze mit 25 Punkten, aber mindestens 2 Punkte Unterschied. Was erwartet den Sieger? Ein Pokal, eine große Flasche Sekt und dies Jahr das erste Mal einen neuen Spielball. Ob es nächstes Jahr wieder einen Stadtpokal geben wird, ist allerdings noch offen. Sie haben mir gerade gesagt, Sie wollen aussteigen. Warum? Ja, persönliche Gründe. Ich habe jetzt 7 Jahre Staffelleiter gemacht. Ich schaffe es auch zeitlich nicht mehr. Und es tut mir zwar ein bisschen leid und ich hoffe, dass es in der Stadtliga weitergeht, dass sich ein Neuer findet, weil sonst wird es die Stadtliga nicht mehr geben und das wäre wirklich schade. Also müssten sich jetzt die Vereine zusammensetzen und einen neuen wählen oder wie muss ich mir das vorstellen? Naja, wo es damals gewechselt ist, also wo ich das dann übernommen habe, wollte es eigentlich keiner machen. Und ich habe dann gesagt, okay, ich mache Staffelleiter, waren auch alle mit einverstanden. Jetzt muss ich bloß jemand neu finden, bereit erklären, das zu übernehmen. Dann mache ich mit dem die komplette Übergabe und dann müsste es eigentlich funktionieren. Einsatzbereitschaft braucht es dann auch vom neuen Staffelleiter, wobei die Aufgaben relativ überschaubar sind. Die ganze Saisonplan, das heißt, also erstmal mit den Mannschaftsführern treffen, die neuen Regeln für die Saison zusammenstellen, dann einen Spielplan für die ganze Saison erstellen, im Endeffekt Tabelle, Ergebnisse, Zeitungsberichte und dann hier den Pokalplan organisieren und durchführen. Ich sag mal so, in einer Woche, wo 3 Spieltage sind, im Nachgang mit Tabelle, allen drum und dran, Zeitungsbericht, 1,5-2 Stunden. Mal so eine allgemeine Frage, wie sieht es denn aus so mit Nachwuchs oder mit dem Volleyball überhaupt in Zeitz? Ich muss sagen, bei uns im Verein, HVC, wir sind gut mit Nachwuchs bestückt momentan. Wir haben 7, 8 junge Spieler, die noch nicht mal 20 sind. Bei anderen Vereinen sieht es eher schlecht aus. Volleyballfreunde, ist kaum Nachwuchs da, Troisdorf genauso. Also sieht mit Nachwuchs in der Region nicht ganz so toll aus. Also ran an das leichtere Leder, denn ein Fußball wiegt fast doppelt so viel wie ein Volleyball. Das Finale am Samstag machten die Mannen des SV Motor Zeitz unter sich aus. Die zweite Mannschaft bezwang die dritte Mannschaft und holte sich den Pokal.